geht ab? Ich bin's Marvin, ich bin's Calvin. Und heute gibt's den minzigsten Shake der Welt, Leute. Ja, wir haben so viel Stuff gekauft aus dem Laden. Alles Minzige, was es eigentlich gibt. Es gibt was an. Wir haben alles, an alles gedacht. Wir haben dann Minzöl am Ende. Sogar hier Minzblätter. Umspülung, Minz. Alles Minzige, was es überhaupt im Laden gibt. Genau. Also mehr Minze geht echt nicht. Minztee, alles dabei. Ja, also auch Minzpflanzen. Wie immer, Leute, wenn ihr einen neuen Shake haben wollt danach, zum Beispiel den schärfsten Shake oder den chipsigsten, käsigsten Shake, dann wie viel Likes? Leute, bei 50.000 Likes! Boah, 5.000 Likes, Leute, dann gibt's den neuen Shake, also knallt die Likes drauf. Wir suchen uns auch ein geiles Thema für den Shake aus, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Es gibt so viele Themen, die dann machen wir natürlich immer krass, ihr wisst Bescheid. Okay, dann würde ich sagen, stellen wir mal vor, was wir alles haben. Wir haben hier einmal Tic Tacs, unter anderem die Ausnahme After Eight ist Schokolade, aber da ist auch Minze drin. Nimm auch ein bisschen mit rein. Dann haben wir ja Minz-Kaugummis, hier auch so minzige Drops. Dann hier Fisherman Sweats. Dann haben wir hier Airways-Kaugummis, Minztee. Dann haben wir hier Atemfrisch mit Minz, Eukalyptus-Bonbons. Yes, dann haben wir hier, was ist das? Auch irgendwelche starken extra Minz-Bonbons. Listerin, Leute, ihr wisst, das ist überkrass scharf und minzig im Hals. Ja, und sogar zwei Sorten, einmal hier Zero irgendwas, als ob da Zucker drin ist. Wird sonst als Mundspülung benutzt. Genau, Mundspülung. Hier Mentos, Minze. Hier noch extra starke Husten-Bonbons oder Bonbons allgemein, keine Ahnung. Zahnpasta, Minz-Fresh. Dann Mundspray, das ist auch nochmal extra stark Minze. Und hier ein japanisches Minzöl. Das ist richtig krass minzig. Ja, das ist also. Das tun wir auch komplett rein. Ja. Dann haben wir hier sogar noch frische Minze. Man kennt's. Und ja, das wird alles in den Mixer kommen. Dann mixen wir das Ganze. Und jeder muss einen Shot auf jeden Fall probieren. Rein, kurz rein und dann schauen wir, wie das macht mit uns. Genau. Und Leute, macht es nicht nach, okay? Wir machen es hier nach. Genau. Ihr könnt es gucken, aber macht es zu Hause nicht selber nach. Wir tun jetzt die Sachen rein. Ich würde sagen, wir fangen einfach an und machen immer härtere Sachen rein. Genau, wir fangen locker an. Genau. Was wir meinen, ist locker, was locker ist. Was aus. Minztee. Genau. Den können wir sogar aufkochen. Da machen wir einmal einen gekochten rein und dann einmal noch die Körner. Genau. Beides. Keine anderen Sachen. Ich würde sagen, wir kochen den kurz auf. So, wir machen jetzt den Minztee fertig. Ihr seht hier, frische Minze. Tun hier alle rein damit, oder? Komm, alle. Komplett in einen Tee. Warm. Warm. So, das mehr passt hier nicht rein, Leute. Perfekt für zwischendurch. Von den restlichen Teebotteln werden wir die Körner alle hier reinschütten. Tee pur. So, das Wasser ist ready. Hier ist unser kleiner Tee. Bam. Der muss jetzt aber erstmal ziehen. Ja. So lange können wir die anderen Zutaten reintun. Genau. Oh Mann, ich sehe gerade, das zieht voll ein. Oh Leute, da müssen wir doch mehr Wasser. Das sind so viele Beutel. Mehr Wasser. Das wird erstmal gerade benässt hier, ey. Boah, wie intensiv, wie gelb das jetzt schon ist. Das ist gelb pur, ey. Wir lassen das erstmal einziehen und auch mit anderen Sachen. Genau. Weiter. Klassiker, Mundspülung, der Flüssigkeit reinzubekommen. Boah. Oh mein Gott. Boah. Das ist gar nicht eine Mund. Das ist ja doch kranker, Mann. Das ist doch wie diese eine Creme früher. Boah, Alter, ist das heftig. Diese Creme für Wunden. Oh mein Gott. Warte, ich muss kurz vergleichen. Das ist ein flüssiger Form. Ich muss kurz vergleichen, ob die anders geht. Das kann nicht sein, Alter. Meine Augen. Ey, warte. Und zwar sind die Teebeutel. Ja, Pfefferminztee. Pfefferminztee. Einfach mal ein Dutzend Beutel. Pur und rein. Boah, Alter. Bam. Okay. Als nächstes würde ich sagen, hier haben wir Mundspray. Die Leute, ihr seht's. Guck mal, was das bringt. Oh, schmeckt wie Tic Tac. Schmeckt wie die weißen Tic Tacs. Das ist eigentlich nicht schlecht, Alter. Ja, einfach so für die Prise, für das Aroma. Zack. Voll geil eigentlich. Ja. Schmeckt voll lecker. Manchmal tört mich Kaugummi kaum ab und dann kann man das perfekt mal benutzen. Nächste Seite. Tic Tacs. Boah. Okay, das sollte reichen, Leute. Dann tun wir mal diese Bonbons hier rein, extra stark. Ein paar davon rein. So sehen die aus.
Guck mal. Leute, Trickshot von hier. Boah, was ist? Boah. Das wären die Bonbons, das müsste reichen. Warte mal, was stimmt der gerade so? Ich riech's auch. Was ist das für ein Geruch? Ich riech's auch. Das kann ich sagen, komm jetzt. Meinst du? Hä? Nee, das ist einfach nur Stein. Was ist das denn für ein Geruch? Das hat sich aufgeklärt, Leute. Es war gerade kleine Welpe, den ihr schon im Point-Video gesehen habt. Der hat hier so einen ganz kleinen Mini-Haufen gelegt. Ja, der hat den geschissen. Und Marvin hat einfach das Rampelt, ey. Ich bin drauf getreten, ne? Aber egal, alles wieder geklärt. Kurz in. Alle nochmal. Ah, tief durchatmen. Okay. Weiter geht's. Der Tee ist jetzt soweit. Der ist ja pechgelb, ey. Oder ja, dunkelgelb. Boah, Leute. Minztee von 20 Teewolfen. Ja. Kommen wir jetzt zu den Mentos. Und rein. Wow. Leute, Mentos plus Cola. Zack. Leute, Prost noch, wenn wir da schon alle reinmachen, dann will ich jetzt auch alle Tic-Tacs drin haben. Schön den krassen Check der Welt. Atemfrisch. Wow. Oh. Alles rein damit. Alles rein. Atemfrisch pur, Leute. Boah, ey. Puh. Ja. Und alle. Dann kommen wir zur Zahnpasta. Odol mit Greens Fresh, keine Ahnung. Rein damit. Boah, wie dick das aussieht, Leute. Dieser sanfte Strahl. Boah. Gepflegte, gepresste Reifchen. So, Zahnpasta ist drin, Leute. So schnell geht's hier alle. Haben wir jetzt ein bisschen zwar Schokolade. Das war After Eight. Aber nur ganz wenig davon rein. Es geht uns echt nur um diese Minze da drin. Die sieht man auch hier. Hier seht ihr das? Das Weiß ist einfach Minz pur. Super. Dann tun wir mal hier diese Bonbons rein. Boah. Die sind unnormal stark. Boah, hau alles rein. Ihr wisst Bescheid. Oh mein Gott. Guck mal hier unten, wie es aussieht. Zahnpasta. Ich bin gespannt, ob ich das mixen lässt. Ich bin auch gespannt, und wie das danach riecht. Ja, Fisherman's Friend. Einfach nur, ihr wisst, die Härte. Da hatten wir sogar mal eine Challenge gemacht. Und das war heftig, das Mund zu behalten. Unnormal. Boah. Es kann langsam keine Minze mehr riechen. Allein das Geriechen, man ist ja langsam, hat genug davon, ne? Von dem Riechen. Ja. Boah, Leute, das ist so stark, ey. Boah, alles rein. Jetzt noch hier, Kaugummis extra, fresh. Man sieht schon die Minze hier so, hier in diesen blauen Dingern sieht man schon so, Minze pur, ey. Rein damit. Alle rein damit. Puff. Oh nein. Was haben wir noch, ey? Airways. Extra Storm. Steht da drauf. Bam. Heftig schon. Guckt euch das an. Boah. Okay. Was haben wir noch? Hier so Drops. Fresh Mint Drops. Oh, yo! Fuck. Oh, sind da welche drin? Auf jeden Fall sind die noch genug. Ja, ist mehr als genug, Leute. Das reicht. Zack. Eukalyptus-Bonbons. Die kennt jeder, wer mal krank war früher. Die Mutter hat sie vorbeigebracht. So. Und jetzt kommt noch die geheime Ölzutat. Das japanische Minzextrakt. Und das kommt hier. Boah. Das sind, nein, so ein Tropfen. Eskaliert schon. Und ja, guck mal, wie viele Tropfen, Leute. Du willst ja ganze Dinger reinmachen? Ist der Ernst? Ja, das ist eigentlich nur, nimmt man das nur bei Erkältung. Das, ey, wenn, hol jetzt, wenn man krank ist, lass trinken. Ey, dann ist der so frisch, dann spürst du deine Krankheit gar nicht mehr. Jetzt mal ohne Witz eigentlich. Ich glaube, ein Jahr brauchen wir jetzt keine Zähne putzen danach. Ja, Mann. Wir sind durch. Okay, dann müsste genügen. Boah, das stinkt so stark. Übertrieben. Ich würde sagen, wir füllen das mal ein bisschen auf mit dem Mundwasser. Ernst? Ja, klar. Boah, so ein hochdosierter und ohne Ende, ne? Ja, okay. Boah, Leute. Das ist unser minzigster Shake und den mixen wir jetzt. Alter. Ey, das ist nicht mehr normal, ne? Das ist zu heftig. So, ich bin gespannt, was da rauskommt und jeder muss einen Shot trinken. Einen kleinen, weil ich einen kleinen Shot. Ja. Boah. Seid ihr bereit? Sollen wir? Jo. Okay. 3, 2, 1, go! Okay.
Okay, ich glaube, das reicht. Alter, ey, was haben wir uns hier angetan? Als wir da gerade gerochen haben, ey, du hast schon gedacht. What the fuck ist das für ein Geruch, Digga? Dieser Geruch ist unmenschlich. Jetzt nochmal. Stark und strong. Ey, es ist alles weg, meine Augen drehen gerade, Digga. Ohne Witz. Boah, Leute. Alter. Das ist kein Spaß mehr. Ich dachte, du verarschst einen, sagst, das ist ein Smoothie oder so. Ja, das sieht voll lecker aus. Ey, der kann sich mal verantworten. Meine Augen brennen sogar ein bisschen. So, wir haben jetzt den kleinen Übeltäter, der hier eben eine Wurst, kleines Würstchen gelegt hat. Da ist mal draufgetreten. Frech, Junge, ich bin da reingetreten. Aber wir verzeihen dir das direkt. Dafür muss ich jetzt einen Schluck hier trinken. Ein Shot. Auf jeden Fall, das ist der kleine Süße. Ja. Oh, er will wieder runter. Okay, er will runter. Er ist so aktiv. Hol die Gläser. So, wir trinken jetzt jeder ein bisschen. Genau. Oh! Weißt du, wie das passiert wird, Mann? Jetzt musst du alles trinken. Ja, du musst einen Schluck runterstecken. Ja, irgendwas wächst, hält das aus? Ich weiß nicht. Was passiert mit unserem Körper? Wow. Ich bin auch so neugierig, deswegen trinke ich das jetzt aus. Ja. Scheiße. Scheiße. Ist ready? Also, ich wollte es kurz angucken. Muss ich dann ein paar drauf machen? Ja, sieht ganz. Sieht lecker aus. Sieht eigentlich erstmal gut aus. Kann man nichts sagen, ja. Komm, stoßen an. Okay. 3, 2, 1! Alter, ich spür alles. Das hört nicht auf zu brennen. Das hört nicht auf. Alles hört nicht auf, Alter. Das hört nicht auf. Ey, ich spür meinen Atem immer noch. Boah. Das war zu krank, Leute. Alter, das brennt immer noch. Diese Frische, dass es brennt. Ich würde sagen, das war's mit dem witzigsten Shake der Welt. Ja, Mann, das war Leute, brutal, Leute. Macht das auf keinen Fall nach. Ja. Das ist nicht gut für eure Gesundheit. Und wie gesagt, mit 50.000 Daumen hoch machen wir den neuen nächsten. Shake. Und ihr wisst, der wird eh absolut krank. Der wird krank. So. Leute, wir übertreiben immer. Also 50.000 Likes und dann geht's ab, Alter. Und ja, ihr könnt uns folgen auf Insta und Snapchat. Hier mal fit. Hier, Mikkel, Fitzi, bam. Kommt da, seid immer auf dem neuesten Stand. Und noch schöne Grüße an Andreas Melder. Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch was gegrüßt werden wollt, müsst ihr uns einfach abonnieren, dahinter nehmen, auf die Glocke klicken und dann auf aktivieren, wenn wir immer neue Nachrichten oder neues Video hochgeladen haben. Geiler Service. Yes. Dann schreibt in die Kommentare, Hashtag Glocke aktiv und wir sehen, ihr habt die Glocke aktiviert. Genau, wenn ein bisschen Glück, erwähnen wir euch ein Video und blenden euch ein. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.